Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir eine Quest angenommen, in dem ein Mann von mehreren Augenbots angegriffen wurde. Und nun sollen wir der Sache, ja, nachgehen. Allerdings bin ich am Zielort angekommen, habe auch ein Augenbot wegschwirren sehen. Aber meine Questmarkierung zeigt einfach irgendwo willkürlich in die Gegend. Und ich habe jetzt erstmal Video angeguckt und jetzt weiß ich, wo es hingeht. Viel Spaß. Also gut, ich habe mir ein YouTube-Video dazu angeguckt. Bin jetzt einfach hier runtergelaufen und da waren da die Gegner. Mich kriegt keiner unter. Ah. Okay, das war seltsam. Okay, die haben ein bisschen mehr Leben drauf. Aber gut, wir müssen erstmal die Analyse starten. Kann ich schaden. Autsch. Wirksames Wind. Hab ich nicht. Die Barriere, die ihn vor physischen Attacken schützt, lässt sich mit Magieattacken brechen. Dann übernimm. Ich leg los. Mach das schon. Ab mit dir. Au. Warte. Okay. Wirkungslos. Jetzt mit Magiebarriere. So. Er hat ja jetzt eine Magiebarriere, ne? Oh. Seid ihr nervig? Eris, heil dich mal ein bisschen. Oh, da bin ich hochgesprungen. Gott, sind die eklig. Die laufen nur weg. Okay. Dann machen wir halt einen Impulshieb für dich. Okay, wir machen keinen Impulshieb für dich. Die sind nicht wirklich stark, die sind einfach nur scheiße. Okay. Wieder wechseln. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ab mit dir. Was machst du jetzt schon wieder? Los. Ah! Ich brenne! Hoppla. Schockanfällig! Du schaffst das schon! Ich übernehme. Und tschüss! So. Schluss mit Luftig. Jetzt haben wir dich. Kleiner Bastard, du. Genug! Okay. Puh. Der erste ist erledigt. Okay, du bist wieder dran. So, wir machen auf jeden Fall erstmal ein Gebet. Los, geben wir alles. Ah! Nimm dies und das und jenes und welches. Okay, und jetzt bist du schockanfällig, mein Freund. Zack, zack, zack oder auch nicht. Okay, jetzt bist du wieder Magie. Resistent. Ah, ist das nervig. Aha, ich bin dir ausgewichen. So, und jetzt machen wir Mutangriff. Hör auf dich zu bewegen, Junge. Verzieh dich. Oh. Junge. Okay. Auftragsziel besiegt. Okay. Waren die nervig. Alter. Die hat einfach beides. Resistenz gegen Angriff und Magie. Wer macht denn solche Gegner? Der Typ ist einfach weg. Mit seiner Quest. Oh nein. Okay, ich laufe zurück. So. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die ganzen Sackkassen abackern. Und ich habe etwas bemerkt, Leute. Und zwar, wenn ich jetzt hier im Kampf bin. Ja, du könntest den da aufhalten. Bullshit. So, folgendes. Ich habe die ja schon mal analysiert. Das heißt, ich kann einfach auf diese Taste drücken und muss die nochmal eine Analyse machen. Krass. Genug. Jetzt weiß ich's. Ja, hat mir auch keiner gesagt. Ja, jetzt weiß ich's. Ich habe gerade gegen kleine Ratten gekämpft. Das habe ich mal mit rausgeschnitten, weil Ratten sind halt Billo. So. Auf geht's. Drei Stück. Na gut, dann wollen wir gegen drei Stück halt kämpfen.
Warum machst du schon, Aeris? Ich greife immer nur die an, die keine Magieresistenz haben. Du machst das genau andersrum. Haben wir uns verstanden? Okay, er ist schockanfällig. Au, was zum Teufel? Okay, ich sollte mal ein bisschen Chakra einsetzen. Ja, sie hat eh gleich schon zwei Balken voll, kann sie auch heilen. So, mach mal Gebet. Ist er jetzt weg? Okay, das ist der Falsche. Achso, nee, der war am Boden. Ist kein Problem. Aeris, ich gebe dir einen super Trank. Er verschwindet einfach im Boden und macht irgendeinen Scheiß. Au. Oh. Das ist passiert. So. Na, aber ich habe ihn getroffen. Au. Ja, ist gut. Leute, lasst mich in Ruhe. Nicht töten, nicht töten. Dankeschön. Ich möchte nämlich Chakra einsetzen. Der ist schon wieder im Boden. Ihr Schweine. Was für Mistviecher. Das war's. Ah. Ich glaube aber einer ist tot, ne? Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe hier keinen Überblick bei diesen Scheißviechern. Aber ich glaube, einer ist tot. Er ist wieder im Boden drin. Nein. Wir sind immer noch zu dritt. Darf jetzt nicht schlapp machen. Okay, jetzt kann ich Chakra einsetzen. Da ist schon wieder einer im Boden. Leute! Hört mal auf damit! Okay, ein Auge ist besiegt. Okay. Aha, ich habe mich gerade noch geheilt. Das beenden. Okay, pass auf. Fähigkeiten, mach mal ein Gebet. Okay, der ist wirkungslos. Wo ist der andere? Greife ich dich an. Ja, das Spiel ist aus. Okay, das war's, Leute. Das hätte ich nicht machen dürfen. Wer hat gerade Rüstung? Keine Ahnung. Nimm ich dich. Das war's dann. Oh, noch einer weniger. Und weiter. Nicht gut. Jetzt hat er ein Schild. Nicht übertreiben. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Genau her. Au! Nicht fair. Das ist nicht fair. Wenn ich jetzt mein Limit bekommen könnte, wäre das richtig geil. Ja komm, schlag mich. Okay, ist eh wirkungslos. Ja, schade. Ich hoffe, es werden nicht noch mehr. Oh, das war's. Ja, bitte. Ach, es waren 7 Stück. Nee, gar nicht. Es waren 7 Schritte. Nach Angaben des Shinra-Konzerns haben die Verbrecher mit hoher Wahrscheinlichkeit... Da bist du ja. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können. Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Nein. Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Schutzstiefel. Nice. Was willst du?
Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja, hab ich. Apropos, du bist ein Waffenhändler, hab ich gehört. Wow, du siehst echt stark aus. So. Magischer Armreif. Ein Armreif mit schlichten Muster, der vor Magie beschützt. Ich wollte aber eigentlich Waffen haben. Schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Gift. Willenskraft um 5% erhöht. Oh, das ist gut. Magiewert um 5% erhöht. Ist eigentlich auch gut. Schutzweste, Vitalität um 5. Oh, die hole ich auch. Achso, ich habe davon schon welche. Haha, cool. Und das auf jeden Fall. Na gut, wir haben halt ein bisschen mehr. Davon habe ich auch alle einen Besitz, ne? Naja. Ich dachte, du hast Waffen. Komm bald wieder! Waffenhändler. Pff, der nennt sich Waffenhändler am Arsch. Okay, zurück zum Friedhof. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Kann ich es schon sehen? Oh. Oh. Uff. Aber ich bin voll geheilt. Alles klar, wir probieren es einfach mal. Voll. Surprise! So, Nafia-Weberin. Kennen wir noch nicht. Ja, Augen zu und durch. So, dann lernen wir euch erstmal kennen. Auf Nummer sich. So, eine Subspezies des Gastryd. Mit schwarz-gelben Tupfen und einem höchst wirkungsvollen Toxin. Oh, wirksames Eis. Habe ich nicht. Aber gut, ich kann rein theoretisch den Kampf, wenn ich den verliere, nochmal machen. Mit dem Medaillon, was ich habe. Aber vielleicht schaffen wir es auch so. Aber die sind verdammt tanky. Au, 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 au. Und das Toxin ist jetzt von denen nicht so stark. Verdammt! Los geht's! Die sind halt nur nervig. Wir machen einen Schwertsturm. Das sollte reichen. Und danach einmal Chakra. Nicht jetzt. Oder auch nicht. Ich muss wach bleiben. Das war knapp. Ja, cool. Ich bin einfach für eine halbe Stunde weg. Los, geben wir alles. Dankeschön. Oh, ist das nervig. Setze keine Items für euch ein. Muss das beenden. Warte, ich setze gleich erstmal kurz Chakra ein. Aerith überlebt einfach alles. Gar kein Problem, denkt sie sich. Ah, ich habe mich gerade noch geheilt. So wird das nichts. So, ah, ich habe noch gar nichts. Sie einfach mal alles übersteht. Ich sollte Chakra einsetzen. Die ist richtig tanky. Nein. Nicht mich angreifen, Leute. Okay, wir machen mal einen Impulsieb. Was? Ah, shit. Muss das beenden. Bringen wir es hinter uns. Okay, wir machen jetzt einfach einen Mutangriff auf ihn. Okay, und du, auch wenn du gerade anvisiert wirst, mach mal ein Gebet. Volle Konzentration.
Nicht gut. Okay, es ist vorbei. Chaka. Ich hab bald mein Limit. Oh Gott, ich bin rausgewichen. Danke fürs Aufwecken. Machen wir nochmal Chakra. Und weiter. Und jetzt nehmen wir kurz Eris. Und greifen ein paar Mal an für ATB. Und dann setzen wir Gebet ein. Das ist doch nicht dein Ernst. Zieh dich zurück. Verdammt, sie ist gerade gestorben. Ah, das war echt unnötig. Nicht übertreiben. Nicht jetzt. Nein, nicht einschlafen. Fuck. Lass sie in Ruhe, ich muss sie heilen. Okay, jetzt. Und gleich habe ich mein Limit. Dann ist schon mal der erste tot. Machen wir einen Schwertsturm. Okay, Limit! Was sollten wir auf den hier machen, ne? Irgendwelche letzten Worte wird das nichts. Jetzt liegt es an dir. Bin ich jetzt dran? Dann nehmen wir sie. Füllen unsere ATB ein bisschen auf. Cloud, überlebt das mal bitte. Okay. Und dann Gebet. Hier. Arbeiten wir im Team. Jetzt erst recht. Okay. Impulsieb. Das hat mir nicht gereicht. Ist der tot? Ja, der ist tot. Kannst du dein... Nee, sie ist noch nicht am Limit. Aber vielleicht kriegt sie jetzt ihr Limit hin. Okay, Eris hat Limit. Mal gucken, was das ist. Entfesselt einen wohltuenden Wind, der eine mittlere Menge TP aller Gruppenmitglieder heilt. Oder fügt eine 3-Einheit zur ATB-Leiste hinzu, erhöht vorübergehend die Füllrate. Mach mal heilender Wind. Fange uns mit deiner heilenden Kraft. Ja, nice. Das kann sich sehen lassen. Schluss mit Luftig. Ja, hätte ich nur Eis gehabt. Naja, schade. Nicht jetzt. Muss halt irgendwie alles dabei haben. Komm schon! So, setzen wir nochmal ein Gebet ein. Zack. Schon sind wir voll geheilt. Easy. Okay, Kleiner, jetzt bist du tot. Keine kommen! Fehlt nur noch einer. Schluss mit lustig. Und bei dir setzen wir auch noch ein bisschen Magie ein. Ich schlafe mal eine Runde, ne? Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Ja, hast du gedacht, du kannst mich einschläfern, ja? Und jetzt machen wir mal den hier. Achso, das geht nur, wenn sie bei mir in der Nähe sind. Arbeiten wir im Team. Ich mach das. Volle Kraft. Das war's. Zack. Keine Chance. So, Offensivhaltung und dann zack. Gib ihm. Gib ihm richtig. Verschwende. Hier ist es. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Ja, gehen wir zurück. Willst du eine Waffe? So, Mr. Geknickter Mann. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen.
Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich's nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Gil. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Ja, und wo ist jetzt mein Geld? Und ich habe nicht aufgepasst, was der Junge mir gegeben hat. Sie verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Ja. So, was hat mir die Dödel jetzt gegeben? So. Hier nichts, oder? Kraftreif? Ohrringe? Ne, die habe ich selbst gekauft. Keine Ahnung, was er mir gegeben hat. Schwert war es leider nicht. Aber ich werde es in der Aufnahme sehen. Das da ist übrigens sehr gefährlich, was sie da macht. Wenn du da runterfällst, alter Schwede, du landest mit dem Kopf auf dem Guck. Naja. Ich will nichts gesagt haben. Mach ruhig weiter. So, wo ist die nächste Quest? Kinder auf Patrouille. Ja, das war eine gar nicht mal so leichte Quest, muss ich sagen. Also die Dinger haben schon ordentlich austeilen können und einstecken können. Habe ich jetzt von der Nebenquest nicht erwartet, aber gut. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns um kleine Kinder kümmern. Ach, das wird ein Spaß.